Hallo auf unserem Kanal Vagabunden die Camper. Heute bin ich alleine. Ich bin der Stefan. Meine Frau ist ein bisschen krank und dementsprechend muss ich heute mal alleine das Video drehen. Wir haben heute mal was Besonderes. Machen wir normalerweise relativ selten. Wir gehen heute mal tatsächlich in die Technik beim Wohnwagen. Wir haben ja unseren neuen Alpina. Den kennt ihr ja. Und der Alpina ist echt klasse, muss man einfach so sagen. Aber der hat einen Nachteil. Also meine Frau sagt, das ist eigentlich kein Nachteil. Ich empfinde das schon so. Unsere Polster von unserer Rundsitzgruppe, die bleiben immer an Position. Und wenn man diese Polster abmacht, um an den Batteriekasten dran zu kommen, genau genommen an die Position, wo die Batterie ist, da muss man die Klettverschlüsse lösen. Das zeige ich euch ja jetzt gerade mal. Und ich bin der Meinung, dass dabei die Polster immer ein bisschen leiden. Jetzt sind wir ja mit dem Wohnwagen viel unterwegs und dementsprechend steht der Wohnwagen auch oft oben für längere Zeit in der Halle, wo wir ihn untergebracht haben. Und dann fängt das große Problem an. Ich fange dann immer an, alles auseinanderzubauen, um an die Batterie dran zu kommen, damit ich die Batterie trennen kann. Denn, ich weiß nicht, ob das bei euren Wohnwagen dasselbe ist, das könnt ihr uns ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Unser Wohnwagen verbraucht kontinuierlich Strom. Das zeige ich euch jetzt auch mal hier in einem kleinen Bild. Da könnt ihr sehen, dass der Wohnwagen wirklich 0,3A die ganze Zeit zieht. Und das bedeutet, dass die Batterie sich auch die ganze Zeit entleert. Und das wiederum bedeutet, dass ich immer in regelmäßigen Abständen die Batterie wieder aufladen muss, wenn er mal ein bisschen länger in der Halle steht. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Zum einen ist das blöd, die Batterie immer wieder aufzuladen, obwohl eigentlich der Strom überhaupt nicht gebraucht wird. Das scheint die Elektrik zu fressen hier vom Wohnwagen. Und zum anderen ist das, also wie gesagt, für die Batterie auch nicht gut. Diese dauernde Laderei, Entladerei, das macht verhältnismäßig wenig Sinn. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir da machen? Und dann bin ich hingegangen und habe mal ein bisschen mich eingelesen. Und da gibt es dann hier so zum Beispiel so einen NATO-Knochen. Heißt, ich sag mal so ein Schalter. Der Schalter dient dann im Endeffekt dazu, dass man die Batterie vom Strom trennen kann, wenn man nicht da ist. Und die Idee gefiel mir eigentlich auch ganz gut. Aber das Problem ist, auch das zeige ich euch jetzt mal. Wir haben unten unter unserer Sitzgruppe haben wir tatsächlich gepolsterte Wangen. Und diese gepolsterten Wangen, da wollte ich ungern einen Schalter reinbauen, weil die sind wirklich gut, die sind hochwertig gepolstert und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das geht tatsächlich rundherum, zeige ich euch ja. Und darunter ist tatsächlich noch ein Holzrand, aber da unten drunter wollte ich dann den Hebel im Endeffekt auch nicht dran machen, denn wenn der Hebel drin ist, dann ist Strom drauf und dann kommt man mit den Füßen dran und das hat mich auch gestört. Also habe ich dann weiter nachgeforscht und dann festgestellt, es gibt die ganze Geschichte tatsächlich auch mit Funk, also einen Batterietrennschalter mit Funk. Dann habe ich mich auch da nochmal eingelesen. Die gibt es in den verschiedensten Varianten. Mir war es tatsächlich wichtig, ich wollte was relativ Hochwertiges haben. Ich wollte gerne das so haben. Wir stellen den Wohnwagen in die Halle. Wir nehmen die Fernbedienung, drücken auf die Fernbedienung. Die Batterie ist vom Stromnetz getrennt, frisst keinen Strom mehr und entlädt sich dementsprechend auch nicht mehr. Wenn wir aber hier sind, um irgendwas zu machen, weil wir irgendwie was arbeiten wollen oder aber auch wenn wir, ich sag mal, zum Beispiel losfahren wollen, ein Knopfdruck und die Batterie ist wieder angeschaltet. Und dann habe ich bei der großen Amazone geguckt und habe mir dann einen ausgesucht. Das ist jetzt in dem Fall Remote Car Power Switch KTNNKG. Ich werde das mal verlinken. Remote Control 240 Ampere maximal. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil in den Beschreibungen, vor allen Dingen in den Bewertungen, ich achte bei sowas immer sehr auf Bewertungen, in den Bewertungen wurde der sehr, sehr gut bewertet. Und der Einbau ist relativ einfach und eine deutsche Bedienungsanleitung. Das Ding kommt aus China, wie man unschwer an dem Etikett erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz ist da eine deutsche Bedienungsanleitung dabei. Die ist nicht besonders groß. Auch daran kann man sehen, ich mache euch da von hinten mal so ein Ausschnittbild. Das ist auch nicht besonders schwer, muss man einfach sagen. Und das Teil ist auch relativ einfach einzubauen. Also letztendlich funktioniert das so. Das zeigt hier oben tatsächlich auch die Voltzahl an, ist aber während des Betriebs verbraucht er unfassbar wenig Strom und dementsprechend entlädt sich die Batterie auch nicht. Der kommt auf den Minuspol, der setzt also im Endeffekt den Minuspol von der Batterie und dann kommt im Anschluss hier der Anschluss vom Wohnwagen, der auf den Minuspol gegangen wäre. Also auch das super einfach. Ich habe mir im Vorfeld mal unsere Batterie angeguckt, also was ein bisschen blöd ist. Zwei Sachen sind tatsächlich ein bisschen blöd. Das eine ist, zeige ich euch hinterher nochmal am Gerät, der Abstand hier ist relativ eng. Bedeutet, wenn ich jetzt unseren Stecker da drauf mache, der ist relativ groß, der hat noch so einen Plastikschutz oben drauf, kriege ich den hier nicht drauf. Das heißt, ich muss das, was natürlich hier möglich ist, was mir verhältnismäßig gut gefällt, ich muss dieses Teil nach unten montieren. Das heißt, der Batteriepol kommt dann von unten drauf und dann habe ich direkt genug Platz. Also das war an der Stelle sehr, sehr wichtig, denn oben hätte ich ihn tatsächlich nicht drauf gekriegt, da hätte ich mir nochmal einen anderen Batteriepol nehmen müssen. Die zweite gute Sache ist, den kann man auch drehen hier. Das heißt, den kann man sich so einstellen, wie man den gerne haben möchte. Für mich reicht es in dem Fall jetzt gerade.
Ich habe einen Schlüssel irgendwo. Ich ziehe das jetzt gleich nochmal an, aber wir gehen jetzt gleich im Endeffekt tatsächlich dann auch an die Batterie dran. Das heißt, da kommt der Minuspol vom Wohnwagen drauf. Der wird an den Minuspol der Batterie angeschlossen und der hier geht mit Sicherung, das ist die Steuerleitung, geht mit Sicherung zum Pluspol rüber. Und dann funktioniert das und dann kann man mit den Fernbedienungen, da sind zwei dabei, die Batterie schalten. Heißt, auch die Fernbedienung sieht man hier, die Batterien sind schon drin, die sind hochwertig. Wenn man die anfasst, wenn man die hochhebt, die sind tatsächlich hochwertig. Das ist nicht so ein billiges China-Zeug, also es gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann ich das von jetzt ab erstmal vom ersten Eindruck her gefällt mir das gut, ist alles gut verarbeitet, da ist nichts schief, da ist nichts krumm, da ist nichts, ich sag mal, verbeult, das ist gut gebaut, gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Bewertungen waren gut und jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte dann mal direkt an der Batterie, am System an. So, ihr seht jetzt hier Einbausituation bei uns im Adria. Ihr seht, das ist alles ein bisschen enger, deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen Platz gemacht. Verzeiht uns bitte, wenn das Bild jetzt an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal nicht hundertprozentig ist. Denn wir haben hier tatsächlich relativ wenig Platz. Die Batterie steht jetzt hier einzeln. Normalerweise haben wir eine extra Batteriedose dafür. Die zeigen wir euch jetzt gleich mal. Das ist so eine Plastikkiste, wo die Batterie auch sicher verpackt ist. Die wird dann noch angebunden. Aber um das hier zu filmen, habe ich die mal weggelassen, um euch das einfach mal zu zeigen. Also, wir starten mal. Erstmal die Batterie abklemmen. So, dann sieht man, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Letztendlich, wenn ich jetzt hier hingehe, oder fangen wir erstmal so an. Ich baue den Pol jetzt extra nochmal um, damit ihr das sehen könnt. Das geht ja relativ schnell. Ich hatte ja gesagt, dass dafür kein Platz da ist. Und genauso ist das auch. Einmal kurz umgedreht. Der Vorteil ist tatsächlich, dass sich das so einfach umbauen lässt, weil sonst hätte ich hier tatsächlich ein großes Problem gehabt und nicht gewusst, wie ich das lösen soll auf Anhieb. Also wenn ich jetzt hier den Minuspol nehme und versuche, den hier drauf zu machen, dann seht ihr schon, die ganze Konstruktion, die schützt den Pol. Das ist gut gemacht. Das sind auch sehr, sehr einfache Stecker, die man an- und abkoppeln kann wirklich innerhalb von Sekunden. Aber der passt da nicht da drauf. Also, nochmal kurz abgeschraubt, bin ich auf die Idee gekommen, das Ding umzudrehen. Und wenn ich das dann hier unten dran schraube, einmal kurz angezogen. So, dann kann ich hier den Batteriepol von unten drauf machen und der Batteriepol stört überhaupt nicht. Also das war der Hintergedanke. Ich mache den jetzt nochmal ab und wir schrauben den erstmal hier dran. Also auch hier, wenn ich das hier so mache, dann sieht man, habe ich tatsächlich eine ganze Menge Platz. Also erstmal den ein bisschen festschrauben hier. So, dann muss ich die Batterie einmal ein Stückchen drehen, damit ich den Batteriepol auch festschrauben kann. So, Bombe. Jetzt sehen wir, die ganze Geschichte sitzt bombenfest. Und jetzt gehe ich hin, mache den Minuspol von der Batterie unten auf den Pol drauf. Und schon sitzt das alles bombenfest. Ich habe also jetzt hier den Batteriepol fest. Ich habe den Batteriepol fest an dem Funkabschalter und ich habe den Minuspol dann fest. Und jetzt muss ich noch mit dem Pluskabel auf das Pluskabel von dem von der Plus von der Batterie. Und das mache ich jetzt auch noch, zeige ich euch gleich. Die Steuerleitung kommt auf den Pluspol. Heißt, eine Schraube raus. Und die andere Schraube so weit lösen, dass man da dran kommt. Das mag bei euch vielleicht anders sein. So. Und jetzt kommt dann die ganze Geschichte. Der Pol von der Steuerleitung auch da drauf. Das ist zumindest relativ breit. So, ein bisschen Fummelei. Gerade wie gesagt, wieder mal für mich als Grobmotoriker. So sieht das Ganze dann aus, wenn die Steuerleitung auch befestigt ist. Einmal noch kurz die Kontrolle, alles fest. Und dann die Batterie anschließen, arretieren. Und jetzt kann man hier sehen, jetzt ist die Batterie am Ladegerät angeschlossen. Das heißt, sie bekommt 14,14 Volt, kommen da jetzt im Moment raus. Und die Fernbedienungen funktionieren tatsächlich nur bis 13,2 Volt. Hat einen einfachen Hintergrund, den erkläre ich euch gleich. Jetzt machen wir erstmal
den Strom von außen ab, damit die Batterie eine normale Leistung hat, und dann kann ich euch das auch zeigen, wie das mit der Fernbedienung dann abschaltet. An der Anzeige des Batterietrenners könnt ihr jetzt sehen, dass die Batterie ungefähr knapp über 13 Volt leistet, und das ist wichtig, denn das hat einen ganz einfachen, triftigen Hintergrund. Ich habe ja gesagt, dass die Fernbedienung tatsächlich nur bei kleiner 13,2 Volt funktioniert. Die Dinger werden auch in Autos eingebaut, und im Auto soll das einfach so sein: während der Fahrt, wenn die Lichtmaschine die Batterie speist, kommt mehr Leistung an. Und damit nicht jemand aus Versehen auf den Gedanken kommt und schaltet mit der Fernbedienung die Batterie aus, das kann ja bei manchen Autos durchaus auch doofe Folgen haben. Deswegen kann man den Batterietrenner nur schalten, wenn er weniger als 13,2 Volt hat. Sabine kann jetzt nochmal einmal da drauf filmen und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Ihr seht jetzt im Moment, wir haben Strom in unserem Wohnwagen, wir haben Licht in unserem Wohnwagen, und dann einfach, jetzt stellt euch vor, die ganze Geschichte ist zu, ich brauche gar nicht mehr da dran, einmal klack und die ganze Geschichte ist aus, jetzt wird es dunkel, drücke ich direkt nochmal drauf, seht ihr, die grüne Lampe geht wieder an, und dann dauert es einen kleinen Moment, bis unser Wohnwagen sagt, okay, jetzt kannst du wieder Licht anmachen, ich mache mal einmal wieder Licht an, dann könnt ihr das sehen, und dann haben wir hier auch wieder Strom. Ja, dauert, wie gesagt, einen kleinen Moment. Die Zeit muss man sich nehmen. Und dann seht ihr, alles ist wieder da. Das heißt, der hat genau das geleistet, was er sollte. Und dementsprechend, also wenn ihr auch sowas habt, dass ihr sagt, die Batterie ist an der Position, wo ich schlecht rankomme. Wenn ihr sagt, okay, für zwischendurch, für Stillstände, der Wohnwagen zieht Strom, das ist nicht bei jedem Wohnwagen so. Aber wenn ihr das gleiche Problem habt wie wir und sagt, ich habe keine Lust, immer die ganze Geschichte auseinanderzubauen, ich habe keine Lust, die Batteriebox auseinanderzubauen, sondern ich möchte einfach mit der Fernbedienung kurz und schmerzlos die Batterie abschalten, dann ist so eine Geschichte, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Wir haben den bei Amazon gekauft. Sollte ich das sagen? Kann man ruhig sagen, ne? Den gibt es auch an anderer Stelle zu kaufen. Ich verlinke euch unten mal, wo wir den gekauft haben. Und dementsprechend, wenn ihr an sowas Interesse habt, wenn ihr auch Nachfragen habt oder auch noch den anderen Tipp für uns, dann wie immer sehr, sehr gerne schreibt es in die Kommentare. Über einen Daumen hoch für dieses Video würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und ihr kennt ja die Devise heute mal ohne meine Frau: abonniert doch den Kanal, läutet die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und bis dahin, auch wenn die Zeit dunkel ist und das Wetter kalt und regnerisch, geht campen, so oft das geht. Nutzt die Zeit, passt gut auf euch auf, und wir freuen uns schon darauf, euch in unserem nächsten Video wiederzusehen.